Sehr geehrte Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für die freundliche Einführung, für die Einladung. Es ist sehr, sehr schön, hier zu sein, im historischen Ort. Ich möchte über das Thema der Ungleichheit aus einer ökonomischen Perspektive sprechen und fragen, was bedeutet denn Ungleichheit? Brauchen wir ein gewisses Maß an Ungleichheit und wie wirkt es sich aus? Beginnen möchte ich allerdings mit einem Zitat von Kurt Tucholsky. Der schrieb im Jahr 1931, das Volk versteht das meiste falsch. Aber es fühlt das meiste richtig. Ich glaube, er hat das mit einem ganzen Schuss Ironie gesagt, weil das so ein bisschen, zumindest der erste Teil des Satzes, so die Einstellung vieler Eliten ist, zu sagen, die Menschen verstehen das nicht. Die haben keine Ahnung, wie es denn wirklich ist. Und auch, das erinnert mich so ein bisschen an die Diskussion, die wir hier in Deutschland heute haben. Ich als Wirtschaftswissenschaftler, wir als DIW Berlin, mein Institut, wir haben eigentlich über die letzten 30 Jahre immer wieder über Ungleichheit gearbeitet und ich bin sehr überrascht, dass viele einfach dieses Thema komplett vom Tisch wischen wollen und sagen, uns geht es doch gut in Deutschland, wir haben eine boomende Wirtschaft, wir haben einen tollen Arbeitsmarkt, es gibt kein Ungleichheitsproblem. Und deshalb so ein bisschen diese provokative Aussage oder das Zitat von Kurt Tucholsky, ist es nicht vielleicht doch richtig, was die Menschen fühlen? Und 70% der Deutschen sagen heute in Umfragen, ja, es mag uns persönlich in einigen Fällen davon zumindest gut gehen, aber 70% sagen, wir empfinden die soziale Ungleichheit als zu groß. Aber was ist dahinter? Was fühlen die Menschen? Nicht nur in unserem Land, was fühlen 62 oder 61 Millionen Amerikaner, die für Donald Trump gewählt haben? Was fühlen die Mehrheit der Briten, die für Brexit gegen Europa abgestimmt haben, auch in gewisser Weise gegen Zuwanderung abgestimmt haben? Was empfinden 11 Millionen Franzosen, die für Marine Le Pen gewählt haben, für eine offen fremdenfeindliche, rassistische Person oder auch in unserem Land? Sehen wir, dass die Polarisierung zunimmt. Was empfinden die Menschen? Was ist die Ursache dahinter? Und damit möchte ich beginnen und möchte beginnen, ein kleines Quiz mit Ihnen zu machen. Ich glaube, Sie werden da wahrscheinlich perfekt im Raten sein, aber ich würde Sie gerne mal schätzen lassen oder raten lassen, wie Sie die Verteilung der Vermögen, nicht der Einkommen, sondern der privaten Vermögen in Deutschland sehen würden. Ganz spezifisch, was ist der Anteil des gesamten privaten Vermögens, das an die unteren 40%, also mit dem geringsten Vermögen geht? Zu Vermögen gehört, was Sie auf dem Sparkonto haben, Aktien, gehört auch sowas wie ein Eigenheim, dazu gehört auch Autos, also Konsumgüter. Das ist, was drin ist, abzüglich von möglichen Schulden, Immobilien, Hypotheken und so weiter. Was würden Sie raten, was ist der Anteil, der an die unteren 40% geht? Ist es 40%, dann hätten wir eine komplette Gleichverteilung, dann ist es 20%, 10%. Ich versuche Sie so ein bisschen aufzuwecken am frühen Morgen nach der Party gestern Abend. Was würden Sie raten? 3%? 1%, 10, wir hören viele Sachen zwischen 1% und 10%, das ist, was die Menschen glauben, das ist also eine repräsentative Umfrage. Angefangen ganz links von den 20% mit den meisten, das glauben die Menschen, Durchschnitt glauben, die haben die 58%, dann geht es runter und Sie sehen, die unteren 20%, glauben die Menschen haben 3%, die nächstunteren, zweituntersten 6,4%, also im Durchschnitt glauben die Menschen, haben die unteren 40% 6,4%. Und ich habe hier vorne eine Antwort ausgelassen. Die wirkliche Antwort ist das. Die unteren 40% haben praktisch kein Nettovermögen. Ja, und ich glaube, ein, zwei Leute haben richtig gelegen, aber viele von uns überrascht das, weil wir hätten nicht gedacht, also klar, es gibt sicherlich Menschen, die kein Vermögen, nichts auf der hohen Kante haben, nichts erspart haben. Aber dass wir letztlich von 40% der Bevölkerung reden, der Haushalte reden, war zumindest für mich, als ich die Zahlen zum ersten Mal vor ein, zwei Jahren gesehen habe, überraschend. Ich hätte das nicht gedacht, dass es eine so hohe auch Ungleichheit ist. Deutschland ist das Land übrigens mit der höchsten Ungleichheit der privaten Vermögen in der gesamten Eurozone. Ja, USA liegt noch ein bisschen höher, Großbritannien, aber Deutschland hat eine extrem ungleiche Vermögensverteilung. Und auch das überrascht, glaube ich, viele von uns. Und ich habe ganz bewusst Sie danach gefragt. Es wurde aber noch eine zweite Frage gefragt, nämlich, was empfinden Sie als gerecht? Was wünschen Sie sich eigentlich? Und dann kommt diese Antwort. Also da wünschen die Menschen sich, ja, die oberen 20% sollten schon ein Drittel des Vermögens haben. Gehen Sie runter und Sie kommen dann zu 14% und 10%, also für knapp 24, 25%. Und hier sieht man diese zwei Lücken. Einmal die Wahrnehmungslücke. Also um auf Kurt Tucholsky zurückzukommen, zwischen dem, was wir glauben und dem, wie es wirklich ist.
Also wir glauben, es sind knapp 10%, es sind aber in Wirklichkeit eher fast 0%. Und dann diese zweite Lücke, diese Gerechtigkeitslücke zwischen 25, dem, wie wir es uns wünschen würden, und den 10%, wie wir es glauben, und den 0, wie es eigentlich wirklich ist. Also ich glaube, das, was die Menschen fühlen und sagen, wir empfinden die soziale Ungleichheit, ist nicht irgendein Hirngespinst der Menschen, sondern man sieht es schon, dass hier zwei große Lücken entstehen. Als Wirtschaftswissenschaftler kann ich und will ich auch nichts über Gerechtigkeit sagen. Diese zweite Lücke, das ist rein subjektiv. Jeder von uns hat ein anderes Verständnis davon, was ist denn gerecht, was ist denn fair, wie sollte die Verteilung sein. Mich als Wirtschaftswissenschaftler interessiert die Frage, wie wirkt sich das denn aus? Was bedeutet das denn für unseren Gesellschaftsvertrag? Wie kann denn eine Verteilung oder wie kann eine Volkswirtschaft, eine Gesellschaft funktionieren, dass sie einen möglichst großen Zuspruch, einen möglichst großen Zusammenhalt generiert und auch wirtschaftlichen Wohlstand? Also mir geht es weniger um die Frage, wie wird dieser Kuchen des Wohlstands aufgeteilt, wer bekommt welches Stück, sondern mich interessiert die Frage, wie können wir den Kuchen größer machen, wie können wir die Teilhabe der Menschen daran verbessern, dass letztlich mehr Wohlstand für alle Menschen entsteht. Das ist die Frage, die mich interessiert. Und ich habe ganz bewusst sie nach den unteren 40% gefragt und nicht nach den oberen 20%. Denn viel zu sehr ist die erste automatische Reaktion, wenn die Menschen diese Grafik sehen, das ist doch unfair, dass die oben so viel haben. Wir müssen denen etwas wegnehmen, damit wir mehr unten ankommt. Und ich halte diese Reaktion, diese intuitive Reaktion, das ist, wir müssen da was wegnehmen, will ich hinterfragen. Will sagen, wir müssen uns anschauen, was sind die Ursachen für diese Verteilung. Und mehr Umverteilung von oben nach unten, ja, ist sicherlich notwendig, aber es ist nicht immer die richtige Antwort. Sondern in einigen und vielen Fällen, und gerade das, was wir heute haben, brauchen wir andere Antworten. Und dahin will ich kommen, vor allem über Chancengleichheit, über Ungleichheit der Inputs, also das, was in unsere Gesellschaft, was die Menschen an Möglichkeiten haben, darüber diskutieren, weniger über das, was hinten rauskommt, nämlich Verteilung von Vermögen und von Einkommen. Viele stoßen sich daran, dass die oberen 10, oberen 20% so viel Vermögen haben. Und auch hier will ich so ein bisschen bremsen. Ungleichheit per se ist erstmal nichts Gutes oder Schlechtes. Man muss sich anschauen, was dahinter steht. Denn Marktwirtschaft bedeutet ja sicherlich, dass eine gewisse Ungleichheit entsteht. Wenn jeder Mensch von uns eine freie Entscheidung treffen könnte, deshalb geht es mir hier ganz zentral um die Frage, den Begriff der Autonomie, der individuellen Freiheit. Wenn jeder von uns frei entscheiden könnte, welche Bildung, welche Qualifikation er haben möchte oder sie haben möchte, wie viel Zeit er oder sie arbeiten möchte, wie viel Risiken er oder sie auch im beruflichen Leben eingeht, dann kommt natürlich etwas anderes raus. Es gibt einige, die sagen, ja, ich möchte wirklich eine gute Bildung, ich möchte hohes Risiko, hohes wirtschaftliches Risiko eingehen. Und wenn es dann klappt, dann hat dieser Mensch viel und andere Menschen sagen, nein, mir ist die Familie wichtiger, ich möchte nicht diese Risiken eingehen, ich möchte mich mehr aufs Private konzentrieren. Und wenn das zu einer ungleichen Verteilung führt, von Einkommen, von Vermögen, ist das per se erstmal nichts Schlechtes. Meine Kritik ist, dass das, was wir an Ungleichheit heute in Deutschland sehen, eben nicht das Resultat von freien Entscheidungen ist. Also mein Plädoyer oder meine Kritik ist, dass dieses Resultat nicht das Resultat einer funktionierenden Marktwirtschaft ist oder sozialen Marktwirtschaft ist, sondern einer dysfunktionalen Marktwirtschaft. Deshalb nochmals, wenn wir uns auf die oberen 20% konzentrieren, muss man hinschauen, was machen Menschen mit ihrem Einkommen und ihrem Vermögen. Und ich finde häufig, das, was wir heute sehen, ist eine Neiddebatte über diese Verteilung, dass es heißt, es ist unfair, dass die Oberen so viel haben, ohne sich wirklich hinzuschauen, was machen die denn damit, was machen die mit ihrem Vermögen. Und in Deutschland ist es so, dass ungewöhnlich viel Vermögen, privates Vermögen in der Hand von Familienunternehmen ist. Das ist so das Rückgrat unserer Wirtschaft. Mittelständische Familienunternehmen, die vielleicht 200, 300, 500 Angestellte haben, das einen hohen Wert hat, also wo der Eigentümer oder die Eigentümerin sagt, das hat einen hohen Wert, wenn ich es denn verkaufen würde, dieses Unternehmen. Aber daran per se ist nichts Schlechtes, dass dieses Familienunternehmen es gibt und diese Person, der Mann oder die Frau, die dieses Risiko eingegangen sind, dieses Unternehmen aufgebaut haben, dass die ein hohes Vermögen haben. Die Frage ist nicht, wer hat wie viel, sondern was macht diese Person mit diesem Vermögen? Und viele dieser Familienunternehmen schaffen gute Jobs. Für viele Menschen
mit einem guten Einkommen, sichere Jobs mit der langfristigen Perspektive, bieten also eine Zukunft. Und daran ist per se erstmal nichts Schlechtes. Also wir müssen uns genau angucken, ist das, in welcher Form ist das Vermögen? Oder ist das passives Vermögen, wo jemand sehr viel Immobilienvermögen anhäuft oder Finanzvermögen anhäuft, das vielleicht nicht produktiv genutzt wird? Also ich glaube, man muss hier sehr genau unterscheiden. Ungleichheit per se ist nicht unbedingt schlecht. Es ist häufig das Resultat einer Marktwirtschaft, aber, und dazu komme ich jetzt, es ist halt häufig auch das Resultat einer nicht funktionierenden Marktwirtschaft. Und das ist, was mich als Ökonom interessiert. Wie können wir mehr Wohlstand schaffen oder erstmal woran liegt, was sind die Ursachen und wie können wir auch letztlich mehr Freiheit, mehr Chancengleichheit für Menschen schaffen? Das ist für mich die zentrale Frage. Ich habe es angesprochen, wenn man sich anschaut, woran liegt diese hohe Ungleichheit bei privaten Vermögen? Es ist viel Vermögen in der Familienhand. Es hat aber auch viel damit zu tun, mit Dingen, die, wo wir sagen, da würden wir uns dran stoßen. Ja, wir haben ein Steuersystem in Deutschland, das Vermögen ungewöhnlich gering besteuert, aber Arbeitseinkommen ungewöhnlich stark besteuert. Wir haben gerade in der Belastung von Vermögen eigentlich nicht wirklich eine Gleichbehandlung. Nehmen Sie das Thema Erbschaftssteuer. Ein Drittel des gesamten privaten Vermögens in Deutschland wurde vererbt. Das bekommen natürlich nur ein relativ kleiner Teil der Bevölkerung. Und Menschen, die über 10 Millionen oder über 20 Millionen erben, zahlen im Durchschnitt in Deutschland 1% Erbschaftssteuer. 1%. Die 100, zwischen 100 und 200.000 Euro erben, zahlen im Durchschnitt über 10%. Auch da sieht man, das hat eigentlich nichts mit Gleichbehandlung, mit Chancengleichheit oder fairen Bedingungen zu tun, sondern hier sind systematische Verzerrungen, auch bei der Besteuerung, das letztlich einige Menschen besser stellt. Wir haben ein ähnliches Bild, nicht ganz so stark, aber auch bei der Einkommensverteilung. Einkommen sind in der Regel sehr viel weniger ungleich verteilt, als das bei Vermögen der Fall ist, aber auch hier ist in Deutschland die Schere aufgegangen und die Ungleichheit bei Einkommen, auch bei Stundenlöhnen, hat zugenommen. Jetzt kann man sich darüber streiten, das tun Wissenschaftler gerne, auch Politiker, die sagen, ja, seit 2005 ist das alles gar nicht so viel schlimmer geworden, da hat die Ungleichheit nicht weiter zugenommen. Halte ich persönlich für so ein bisschen manipulativ, denn 2005 war wirklich der Höhepunkt, damals über 12% Arbeitslosenquote, über 5 Millionen Arbeitslose und sich arbiträr den historischen Höhepunkt der Ungleichheit rauszunehmen, zu sagen, seitdem ist es ja nicht schlimmer geworden, halte ich für so ein bisschen manipulativ. Aber wenn Sie sich wirklich einen langen Zeithorizont anschauen, steht es außer Frage, dass auch bei den Einkommen, bei den Stundenlöhnen die Ungleichheit tendenziell eher nochmal zugenommen hat. Was sind die Ursachen dahinter? Aber was sind wirklich die treibenden Kräfte hinter dieser steigenden Ungleichheit von Einkommen und Vermögen? Viele denken, ja, das hat was mit Globalisierung zu tun. Die Jobs verschwinden, die gehen ins Ausland. Das trifft gerade die Menschen mit geringem Einkommen. Wir wissen aus vielen Studien, das ist eigentlich relativ unwichtig. Also Globalisierung ist nicht wirklich die treibende Kraft hinter dieser aufgehenden Schere bei Einkommen und Vermögen. Es sind drei andere Faktoren, die ganz zentrale Rolle spielen. Das erste hat was mit technologischem Wandel zu tun. Das ist eigentlich einer der wichtigsten Treiber der Ungleichheit. Wenn Sie sich anschauen, welche Jobs verloren gegangen sind in Deutschland, in den letzten 20, 30, 40 Jahren sind es häufig relativ gut bezahlte Jobs in der Mittelschicht, in der Industrie, die relativ leicht zu automatisieren sind. Und das sind nochmals nicht unbedingt oder häufig nicht unbedingt Jobs mit geringen Qualifikationen, sondern das sind so typische Industriejobs, die verloren gehen. Und dieser Prozess wird sich beschleunigen. Also technologischer Wandel war schon jetzt in den letzten 10, 20 Jahren ein wichtiger Treiber, wird an Bedeutung massiv gewinnen. Also technologischer Wandel führt zu einem großen Teil zu dieser Polarisierung. Einige schaffen den Sprung, können den technologischen Wandel, die neue Software, die neuen Möglichkeiten, neuen Chancen nutzen, andere nicht. Zweiter wichtiger Grund hat sicherlich was mit Arbeitsmarktinstitutionen zu tun. Das Machtverhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern hat sich massiv verlagert. In Deutschland haben wir nur noch knapp die Hälfte der Jobs, die über Tarifverträge abgedeckt werden. Wir sehen es in Deutschland im ungewöhnlich hohen Niedriglohnbereich. Sehr, sehr viele Menschen, die um den Mindestlohn oder dann zwischen 8,84 Euro und 12 Euro verdienen, ungewöhnlich groß im internationalen Vergleich, hat sicherlich auch eine ganze Menge damit zu tun. Und der dritte und für mich ganz entscheidende Faktor hat was mit fehlender Chancengleichheit zu tun. Das ist wirklich das für mich eigentlich das zentrale Thema. Wir wissen, dass in Deutschland, wenn Sie heute in eine sozial schwache, bildungsferne Familie geboren werden, dass ein Kind, das in eine solche Familie geboren wird, größere Schwierigkeiten hat,
eine gute Bildung zu bekommen, eine gute Ausbildung zu bekommen, eine gute Qualifizierung, einen guten Job und dann auch im Job gute Aufstiegsmöglichkeiten zu haben, sicheres Einkommen zu bekommen, eine gute Absicherung zu haben, ein erfüllendes Arbeitsleben zu haben. In Deutschland ist es ungewöhnlich schwieriger, heute diesen Aufstieg zu schaffen, als noch vor 30 Jahren. Und es ist ungewöhnlich schwieriger, als in den meisten anderen Industrieländern. Und das ist für mich wirklich eigentlich das zentrale Problem. Dass ihre Herkunft, Glück bei der Geburt, letztlich fast entscheidend ist, was in ihrem Leben beruflich, aber auch sozial letztlich passieren kann. Das fängt an mit frühkindlicher Bildung. Wir wissen aus vielen wissenschaftlichen Studien, ist jeder Euro, der in die ersten Jahre des Kindes eines Menschen investiert wird, hat, wir Ökonomen reden von Renditen, viel höheren Nutzen, wenn sie die in den ersten 6 Jahren investieren, als wenn sie es ins Universitätssystem investieren. Und gerade in der frühkindlichen Bildung tut Deutschland zu wenig. Wir haben zu wenig Kita-Plätze, 300.000 fehlen, aber vor allem die Qualität stimmt nicht wirklich. Dann geht es weiter, wir wissen aus vielen Studien, das, was ein Kind nicht nur an kognitiven, sondern auch an nicht kognitiven Fähigkeiten im Alter von 5 oder 6 nicht gelernt hat, also soziales Verhalten, Durchsetzungsvermögen, Ehrgeiz, dass das unglaublich schwierig ist, sich später anzueignen, wenn man das in den ersten Lebensjahren nicht mitbekommen hat. Geht es weiter mit dem Schulsystem. Wir haben nach wie vor ein viel zu wenig durchlässiges Schulsystem, fehlende Ganztagsschulen, also Betreuung für Kinder, die diese Unterstützung von zu Hause nicht bekommen können, fehlt. Wir haben durch das dreigliedrige Schulsystem wird sehr früh Entscheidung getroffen über ein Kind, in welche Richtung es gehen soll und dann aus der Hauptschule noch die Möglichkeit haben, sich hochzuarbeiten auf Realschule oder Gymnasium, ist ungewöhnlich schwierig. Und dann geht es weiter im Übergang ins Berufsleben, bei der Qualifikation. Also in allen Stufen werden Kindern, die eben nicht die Unterstützung von zu Hause haben, die vielleicht besondere Betreuung und Hilfe auch brauchen, wird diesen Kindern ungewöhnlich hohe Hürden in den Weg gelegt. Und das ist nicht nur ein Thema vom sozialen Herkunft, sondern es hat viele andere Dimensionen über Migration, auch über Gender. Wir wissen, dass Frauen, Mädchen und Frauen in der Regel einen besseren Bildungsabschluss haben als Jungs oder Männer. Sie haben eine höhere Quote, Abitur zu machen, machen das in der Regel mit einer besseren Note, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit zu studieren, machen das in der Regel mit einer besseren Note, in einer kürzeren Zeit und mit einer geringeren Abbruchquote. Und dann, wenn es dann zum Arbeitsmarkt kommt, entsteht eine riesige Lücke. Es gibt kaum ein Land, in dem der Gender Pay Gap, also das, was eine Frau durchschnittlich pro Stunde verdient, geringer ist im Vergleich zu Männern als in Deutschland. Das liegt bei knapp 22%. Also für jeden Euro Stundenlohn, den ein Mann bekommt, bekommt eine Frau 78 Cent. Auch das ist ein Beispiel, wo man sagt, da stimmt irgendetwas nicht. Wie kann das sein, dass sie eine bessere Qualifikation haben, bessere Ausbildung häufig haben, aber dann diese riesige Lücke entsteht? Und natürlich hat das auch wieder was mit fehlender Chancengleichheit zu tun, mit fehlenden Infrastruktur für Bildung, für die Kinder. Es hat etwas damit zu tun, auch mit Diskriminierung, dass es häufig schwieriger ist, für Frauen einen Aufstieg zu schaffen, weil es halt diese Netzwerke gibt zwischen Männern. Also es gibt viele, viele Gründe, die letztlich bedeutet, Marktwirtschaft oder Chancengleichheit existiert in dem Sinne eigentlich nicht. Ich will zu dem Punkt kommen, was bedeutet das? Und viele sagen, was das bedeutet, ist doch, die Marktwirtschaft ist so brutal und wir müssen die Marktwirtschaft bändigen, damit sie wieder besser funktioniert. Und mein Argument ist eigentlich ein anderes. Mein Argument ist zu sagen, nein, die Marktwirtschaft und die soziale Marktwirtschaft existiert eben nicht so, wie sie sollte, oder sie funktioniert nicht so. Denn wenn man Kindern schon relativ früh überhaupt die Chance nimmt, eine gute Bildung zu bekommen und eine Chance letztlich dann auch im Arbeitsmarkt zu haben, für sich selber sorgen zu können, gutes Einkommen zu haben, dann kann überhaupt keine Rede von einer funktionierenden Marktwirtschaft sein. Wenn Frauen, wenn Zuwanderern und vielen anderen sozialen Gruppen unheimlich hohe Hürden in den Weg gelegt werden, überhaupt sich einbringen zu können, dann kann keine Rede von einer funktionierenden Marktwirtschaft sein. Und das ist eigentlich der Punkt, den ich mir wieder sage, wir haben ein gemeinsames Interesse. Denn dadurch entsteht uns allen, nicht nur den Menschen, die betroffen sind, sondern uns allen als Gesellschaft ein riesiger Schaden. Denn wenn Menschen nicht die Chance bekommen, ihre Talente, ihre Fähigkeiten entwickeln zu können, einbringen zu können, dann entsteht nicht nur diesem Menschen ein Schaden, sondern uns allen als Gesellschaft, auch wirtschaftlich gesehen, weil uns ja eine produktive Kraft fehlt, jemand, der wirklich sich einbringen kann oder in dem Maße einbringen kann, wie es eigentlich sollte, wenn er oder sie seine Fähigkeiten nicht entwickeln können. Und da ist das zentrale Argument und auch meine Kritik vieler,
die sagen, die Marktwirtschaft ist schlimm, wir müssen die Marktwirtschaft beschneiden, wir müssen sie ändern. Nein, ich würde eher umgekehrt sagen. Ich würde den Menschen argumentieren, die behaupten, dass alles so fair, sagen, nein, dann mach doch eine funktionierende Marktwirtschaft. Gib doch allen Menschen die gleichen Chancen, sich einzubringen. Und dann hätten wir ein anderes Resultat. Dann wäre die Ungleichheit deutlich geringer. Das Gleiche betrifft das Thema Sozialstaat. Und viele, wenn sie diese Grafiken sehen oder die Ungleichheit sehen, sagen, ja, das heißt, wir müssen die Steuern erhöhen, wir müssen den oben mehr wegnehmen, wir müssen mehr umverteilen, das, was ich gesagt habe. Auf der anderen Seite sagen gleichzeitig andere Menschen komplett, das ist doch überhaupt kein Problem, dass wir eine solche Ungleichheit haben. Denn wir haben doch einen starken Sozialstaat. Der Sozialstaat gibt doch Menschen eine Absicherung. Wir haben doch Hartz IV und Arbeitslosengeld oder was auch immer. Und für mich ist eigentlich der große Sozialstaat, ohne Frage, wir haben in Deutschland einen großen, leistungsfähigen Sozialstaat, aber für mich ist ein großer Sozialstaat nicht ein Erfolg der sozialen Marktwirtschaft, sondern letztlich das Scheitern einer sozialen Marktwirtschaft. Denn soziale Marktwirtschaft heißt nicht nur eine soziale Absicherung zu bieten und eine funktionierende Marktwirtschaft, sondern auch den Menschen Chancengleichheit zu geben, Eigenverantwortung, Freiheit zu geben, über ihr eigenes Leben zu entscheiden, welche Bildung ich bekomme, was ich gerne machen möchte mit meinem Leben. Und das ist meine Kritik, dass davon eigentlich heute immer weniger die Rede sein kann. Dass Menschen die Freiheit haben, ein selbstbestimmtes Leben zu leben und selber für sich entscheiden zu können. Deshalb sehe ich diesen großen Sozialstaat eher mit Sorge, weil es heißt, immer mehr Menschen werden abhängig vom Sozialstaat. Wir haben in Ostdeutschland ein Drittel der privaten Haushalte, die Hälfte oder mehr ihres Einkommens durch staatliche Leistung bezieht. Jetzt kann man sagen, toll, der Sozialstaat macht einen tollen Job. Oder ich würde sagen, es macht mir Sorge, dass so viele Menschen vom Staat abhängig sind und wir wissen, dass der Sozialstaat in der Zukunft mit demografischer Wende, also mehr Menschen, die letztlich auf soziale Leistung angewiesen sein werden, immer weniger leistungsfähig ist. Und wenn man mit 48% Rentenquote, also das, was Sie nachher noch 48% weniger als die Hälfte Ihres durchschnittlichen Lebenseinkommens an Rente bekommen, dann wissen Sie, was mit Ihrem Lebensstandard passieren wird, wenn Sie nicht selber privat irgendwie vorgesorgt haben. Also auch dieses blinde Vertrauen auf den Sozialstaat, dass er schon richten wird, macht mir Sorge, weil ich nicht glaube, dass wir einen solchen Sozialstaat in 10, in 20 Jahren noch haben werden durch die demografische Wende. Also mir geht es um den Punkt, soziale Marktwirtschaft existiert eigentlich nicht mehr so, wie sie ursprünglich angedacht wird. Nicht unbedingt, weil der Sozialstaat nicht da ist, sondern weil wir keine funktionierende Marktwirtschaft haben und weil Gesellschaft, weil Politik vielen Menschen so hohe Hürden in den Weg legt, dass sie nicht wirklich freie Entscheidungen, sich frei entfalten können, ihre Fähigkeiten, Talente nutzen können. Wie geht es weiter? Was sind mögliche Lösungen? Und ich habe es angesprochen, ich sehe das Thema Ungleichheit als ein Riesenproblem für unsere Gesellschaft, auch für unsere Wirtschaft. Aber ich sehe mehr Umverteilung bei Steuern und Sozialleistungen nicht als die einzige oder auch nicht als die beste Antwort. Denn fehlende Chancengleichheit können Sie nicht durch mehr soziale Transfers lösen. Wenn Sie einem 35-jährigen Hartz-IV-Empfängerin sagen, ja, was regen Sie sich da denn auf? Sie kriegen doch von uns Sozialleistungen vom Staat. Dann wird die bei ihm wahrscheinlich sagen, ja, aber ich möchte nicht vom Staat abhängig sein. Ich hätte eigentlich gerne eine gute Bildung, eine gute Ausbildung bekommen wollen. Ich möchte eigentlich für mich selber sorgen können. Wenn Sie viele der Alleinerziehenden anschauen, einer von vier alleinerziehenden Eltern lebt heute unter dem Armutsrisikoquote, 25%, ein massiver Anstieg über die letzten 10, 15 Jahre, dann werden diese Menschen Ihnen sagen, nein, ich will nicht unbedingt mehr Sozialleistungen haben. Ich möchte, dass der Staat mir Chancen gibt, Chancen eröffnet, mir keine Hürden in den Weg legt. Und darum geht es. Also Bildungspolitik, Familienpolitik, ganz wichtig, hier mehr Infrastruktur zu schaffen, mehr Ganztagsschulen, mehr Durchlässigkeit, mehr gezielte Betreuung, diese Menschen mitzunehmen, ist ganz zentral. Auch im Arbeitsmarktpolitik, ich habe den Niedriglohnbereich angesprochen, Tarifverhandlungen, da wird sicherlich viele andere Diskussionen hier gegeben haben. Aber ich möchte am Ende etwas sagen zu einer Lösung, wie diese Zukunft, wie man das gestalten könnte. Und ich habe auf dem Programm gesehen, ich war leider gestern nicht da, über das bedingungslose Grundeinkommen. Das bedingungslose Grundeinkommen, die Befürworter stellen sicherlich die richtigen Fragen, sagen, wir müssen den Menschen ja letztlich wieder Autonomie geben. Darum geht es ja, die Möglichkeit geben zu sagen, ihr habt eine Absicherung und jetzt macht was aus eurem Leben.
Meine Kritik daran ist, dass Geld alleine nicht reicht, um Chancen zu geben, Chancen nutzen zu können. Sondern ich habe es angesprochen, es hat was mit Bildung, mit Qualifizierung zu tun, es hat etwas mit einer öffentlichen Infrastruktur zu tun, die es erlaubt, Eltern zu arbeiten, sich einzubringen oder auch Zeit mit der Familie zu verbringen. Also es bedeutet viel, viel mehr. Chancengleichheit bedeutet mehr als eine finanzielle Absicherung zu haben, sondern Chancengleichheit heißt, dass ich letztlich keine Barrieren in dem Weg habe, um meine eigenen Wünsche, meine eigenen Träume zu verwirklichen zu können. Und deshalb halte ich nicht das bedingungslose Grundeinkommen, sondern andere Modelle für deutlich besser. Und ein Kollege von mir an der Humboldt-Universität, Steffen Mauer, das Konzept eines Lebenschancenkredits entwickelt. Was letztlich sagt, lassen Sie uns jedem 18-Jährigen, wenn dieser Mensch 18 Jahre alt wird, ein Konto geben, das könnte, sagen wir mal, 20.000 Euro enthalten und sagen, so, jetzt hier sind 20.000 Euro oder 30.000 Euro. Sie als junge Erwachsener können damit frei wählen, was Sie machen können. Ob Sie damit in Ihre Bildung, Ausbildung, Qualifizierung investieren wollen, ob Sie es nutzen möchten, um früher in den Ruhestand zu gehen, ob Sie es nutzen möchten, um sich selbstständig zu machen oder um zu qualifizieren oder etwas Neues zu versuchen. Also ganz konkrete soziale Ziele zu verwirklichen. Also das ist etwas anderes als der Lebenschancenkredit, das ist etwas anderes als das bedingungslose Grundeinkommen. Das sagt letztlich nicht, der Staat zieht sich zurück und der Staat sagt, hier habt ihr Geld und jetzt viel Glück, sondern der Staat sagt, wir geben euch einen Anspruch, dass ihr frei wählen könnt, welche staatlichen Leistungen ihr zu welchem Zeitpunkt in eurem Leben und welche Art und welche Form dieser Ansprüche ihr nutzen wollt. Und ihr könnt das, jeder Mensch kann das individuell nach seinem Wünschen gestalten, um letztlich mehr Autonomie, mehr Freiheit über das eigene Leben zu gewinnen. Das halte ich für einen sehr, sehr klugen Vorschlag. Das BMAS, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, hat im Weißbuch, redet von einem Erwerbskonto, ist da leider, ja, schiebt das so ein bisschen unter den Tisch, macht das nicht wirklich sehr transparent, ist auch noch nicht so richtig gut durchdacht. Aber ich glaube, das ist wirklich etwas, was wir für die Zukunft diskutieren sollten. Wie können wir Menschen mehr Freiheit, mehr Autonomie über ihr Leben geben, damit sie freie Entscheidungen treffen können? Und dann, ja, dann natürlich wird es immer Ungleichheit geben, aber ich glaube, dann würde es bei weitem nicht so hohe Ungleichheit geben, wie das heute der Fall ist. Und dann würden auch nicht 70% der Menschen fühlen, dass die soziale Ungleichheit in unserem Land zu hoch ist. Und das ist ein Wunsch, das ist ein Vorschlag, das ist etwas, was wir, glaube ich, diskutieren sollten. Und damit danke ich Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich jetzt auf spannende Fragen. Dankeschön. Vielen Dank.